0-0 gegen Regensburg. Mittelmäßig zufrieden, aber ein Punkt, mit dem wir leben können und müssen, oder? Ich glaube auch, dass wir mit dem Punkt leben können und müssen, würde ich auch so formulieren. In der zweiten Halbzeit hatten wir die ein oder andere brenzlige Situation zu überstehen. Das war mein Eindruck, auch wenn wir nachher fast noch den Lucky Punch setzen können. Die haben aber gar nicht so schlecht gespielt, die Regensburger. Man hat es auch gemerkt, immer wenn du zum Einwurf wolltest, die haben ganz schön unsere Jungs da auch zugestellt und zugepresst. Also die haben ordentlich ihr System durchgezogen. Ja, die Regensburger sind an guten Tagen wirklich eine vernünftige Truppe, das muss man schon sagen. Wir haben sie häufig auch in der Videoanalyse, also sie spielen häufig gegen den Gegner, gegen die wir dann am Wochenende spielen, eine Woche im Voraus. Und da sehen wir das hier und da auch. Also, aber das Gleiche wie für alle Mannschaften. An guten Tagen ist jede Truppe in der Liga gut. Und heute hatten sie einen vernünftigen und wir haben dagegen gehalten in einer für uns neuen Formation, muss man auch ganz klar sagen, dass gerade in der zweiten Halbzeit die Automatismen ein bisschen gefehlt haben und wir schwer hatten, unser Spiel durchzuziehen. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit, die Automatismen noch einzuspielen. Wir haben ja, glaube ich, noch ein Testspiel unter der Woche und dann wollen wir mal schauen, was in Münster so geht. Genau so sieht's aus. Also in Münster wollen wir natürlich dreifach punkten. Gut, danke dir. Schuh, 0-0 hier im Geisterspiel. Wie können wir dieses Spiel resümieren? Ein Punkt mehr als in der Hinrunde. Ein Punkt mehr in der Hinrunde. 2-3 Mal hast du uns den Arsch gerettet. Waren ganz schön heiße Situationen auch zum Schluss in der zweiten Halbzeit vor deinem Kasten, oder? Ja, ich glaube, dass trotz keiner Kulisse ein ordentliches Feuer auch auf dem Platz, glaube ich, schon abgeliefert wurde. Also es war sehr, sehr präsent auf beiden Seiten. Also beiden Mannschaften wollten das Spiel, glaube ich, gewinnen. Und ich sag mal so, das ist, glaube ich, eine Leistung, auf der wir aufbauen können. So vor allen Dingen, was eben dieses Feuer und so angeht. Ja? Und das war, muss man sagen, das sah schon sehr gut aus. Gut, Feuer auf dem Platz, sagst du, hatten wir. Feuer auf den Rängen, beziehungsweise Stimmung auf den Rängen war nicht. Scheißstimmung hier. Ja, was heißt Scheißstimmung? Natürlich ist man lieber, wenn man hier 10.000 oder 20.000 Leute hat, die dann noch anfeuern und nach vorne peitschen. Das ist vielleicht dann auch so eine Sache, die an den letzten Minuten noch mal mehr nach vorne ruft und bringt. Also natürlich ist das schade, aber es ist halt nun mal so, das müssen wir akzeptieren. Und wie ich ja schon sagte, wir haben uns das in der Mannschaft vorher auch so besprochen und ausgesprochen, das Feuer muss heute von innen kommen und von uns kommen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Gut, dann nehmen wir den Punkt jetzt mit und dann beim nächsten Heimspiel gegen Halle haben wir volles Haus und die peitschen euch wieder nach vorne. Das wäre hervorragend, ja. Danke. Christian, 0-0 hier im Geisterspiel. Kurzes Resümee zum Spiel. Ja, erstmal vorneweg, so eine Aktion wie jetzt braucht ja niemand mehr. Also das ist ja, wenn man es nach dem Spiel sieht, noch trister irgendwie, als man sich das vorher irgendwie hätte erahnen können. Also das ist schon eine ziemliche gespenstische Atmosphäre, wenn da gar keiner da ist. Zum Spiel kann man sagen, dass wir erste Halbzeit, glaube ich, aktiver waren. Da hatten wir auch ganz gute Möglichkeiten. Uns hat so grundsätzlich so ein bisschen die Ruhe im Spiel auch gefehlt und auch die technische Sauberkeit auf einigen Positionen. Man hat da auch gemerkt, dass wir natürlich mit 4 neuen Spielern agiert haben. Trotzdem fand ich die Haltung, also die Grundaggressivität im Team war sehr gut. Das ganze Spiel über, der hat sich extrem dagegen gewehrt, einen Treffer zu kassieren gegen eine gute Mannschaft aus Regensburg, die auch in der zweiten Halbzeit sehr viel Druck gemacht hat. Und dann haben wir durch Tobi Jenicke noch den Fernschuss oder den Schuss aus 16 Meter und dann durch Stefan Andres 2, 3 richtig gute Möglichkeiten. Einmal läuft er alleine aufs Tor und wird umgerissen. Da weiß ich nicht ganz genau, aus welchem Winkel der Schiedsrichter das gesehen hat, aber ich bin auch weit entfernt, irgendwie eine andere Farbe da zu fordern. Aber es war schon eine knifflige Situation. Stefan hat dann nochmal 2 gute Möglichkeiten. Haben wir nicht genutzt. Regensburg hat ihre Chancen auch nicht genutzt und von daher geht das 0-0 dann so in Ordnung. Was ich interessant fand, zumindest haben wir es von oben so gesehen, beide Teams wollten ja zum Schluss, sind auf die 3 Punkte gegangen. Also war offenes Visier, keiner hat sich versteckt. Genau, ja, das konnte man, glaube ich, ganz gut sehen. Wir waren allerdings teilweise zu unsauber, auch im Passspiel und im ersten Kontakt. Das hat uns dann manch aussichtsreiche Situation gekostet. Alle 4 Neuzugänge hast du gebracht, hast du eben schon gesagt. Wie zufrieden bist du mit dem Debüt hier? Ja, es ist klar, dass die Jungs Eingewöhnungszeit brauchen. Also jeder von den 4 hatte gute und auch weniger gute Aktionen. Aber eine Mannschaft besteht ja zum Glück nicht nur aus 4 Spielern, sondern das ganze Team hat gut gearbeitet, hat sich reingehauen. Aber sicherlich gibt es bei jedem Spieler hier auf dem Platz auch noch Steigerungspotenzial. Und um dieses Steigerungspotenzial rauszukitzeln bzw. Automatismen einzuarbeiten, dann auch die jetzt unter der Woche dieses Testspiel gegen den Berliner AK, ist das so der Grund? Ja klar, wir haben auch viele Spieler, die jetzt aus einer verletzten Zeit zurückkommen und die Jungs, die jetzt neu dazugekommen sind, die brauchen halt Spielpraxis, brauchen Kontakt zu den Mitspielern, müssen die Abläufe kennenlernen und von daher ist das Spiel genau richtig. Gut, ein Wort zum Rasen. Ich habe von oben, sieht er für die Jahreszeit, ich weiß, es ist Winter, es ist sehr kalt, aber der sieht ziemlich grün und gut aus, also macht einen ordentlichen Eindruck hier.
Ja, sehr. Also Kompliment auch an die Jungs, die sich um den Platz kümmern, auch um den Trainingsplatz. Ich glaube, wir haben jetzt die gesamte Vorbereitungszeit plus das Spiel heute sehr, sehr gute Bedingungen für die Jahreszeit. Von daher Kompliment. Gut. Wir sagen Geisterspiel, gruselige Atmosphäre, hast du so, oder umschreibe ich mal so gesagt, braucht kein Mensch, brauchen wir nie wieder. Das heißt gegen Halle, volle Hütte und 3 Punkte. Das wäre schön. Danke.